Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kollegen und Kolleginnen im Rat, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben wir nämlich heute auch. Wir von der Fraktion Regenbogenpiraten haben uns die letzten Jahre immer wieder stark gemacht für Vorhaben, die Troisdorf und den Bürgern zugutekommen und nachvollziehbar Sinn ergeben. Wir hatten uns aktiv in den Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung eingebracht und finden es aus der Sicht sehr erfreulich, dass wir gleich zwei aufeinanderfolgende ausgeglichene Haushalte mitgestaltet haben. Und an der Stelle möchte ich bemerken, dass die Wirtschaftlichkeit ebenfalls immer ein besonderes Augenmerk bei uns hat. Dazu möchte ich aber auch zu den Vorrednern dann bitte noch anmerken, dass dazu aber auch gehört, dass Versicherungen, die nicht in Anspruch genommen werden, keine tolle Sache sind, sondern einfach überflüssige Ausgaben. Und dass, wenn 270 Kommunen Schwierigkeiten haben, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen in NRW, und das ist tatsächlich ein gravierendes Problem in Nordrhein-Westfalen, dann sollte man zumindest in der Lage sein zu erkennen, dass Troisdorf zu den anderen 80 Kommunen gehört, die ausgeglichene Haushalte vorgelegt haben und das hier mit 2019 und 20 auch tun. Zu den Personalkosten muss man sagen, natürlich liegen wir da drüber, aber in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass zu den 30% Personalkosten auch die von uns und von der Stadt betriebenen Kindertagesstätten gehören. Da unterscheiden wir uns dann doch sehr stark von den anderen Kommunen und das begrüßen wir auch. In den vorliegenden Haushalt haben wir Positionen eingebracht, die aus unserer Sicht die weitere Entwicklung der Stadt Troisdorf positiv beeinflussen werden oder zumindest können. Auch 2019 und 20 werden weitere Standorte mit Unterflur-Glascontainern oder wie wir sie nennen, Flüstercontainern ausgestattet. Und die Bürger laden wir dazu herzlich ein, sich an der Auswahl der Standorte zu beteiligen. Kritiker wiederum laden wir herzlich dazu ein, sich mal mit den Auswirkungen auf die Stadt und das Stadtbild zu beschäftigen, weil die Dinger sind ja zum einen leiser, aber wie wir wissen, in diesem Sommer, wenn es sehr heiß wird, die stinken auch nicht, weil die nämlich einen Luftabschluss haben. Und noch viel besser, wer mal daran vorbeigefahren ist, wird feststellen, dass sich an den Rändern dieser Container, anders als bei den oberirdischen Containern, keine Müllkippen bilden, sondern die sauber sind. So, und da ja hier teilweise die Unterstellung kam, damit wäre es schon getan. Ich darf Sie beruhigen, ich mache jetzt noch nicht Schluss. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die uns ebenfalls wichtig sind. Troisdorf wird nämlich nicht nur sauberer, sondern auch sicherer. Wir haben uns deswegen für die Einführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung im Umfeld von Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheimen stark gemacht. Sie wissen alle, wir haben Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Kreispolizeibehörde. Die sind teilweise an Ausfallstraßen, wenig oder selten in kritischen innerstädtischen Bereichen. Und leider wird ja gerade in 30 Zonen gerne mal zu schnell gefahren. Manche sind in Eile, dann leider weniger achtsam. Dagegen helfen natürlich auch mehr Kontrollen, die zusätzlich noch Einnahmen generieren können. Damit allerdings Unfälle zu vermeiden, ist wesentlich wichtiger und letztlich auch unbezahlbar. Mehr Sicherheit soll auch die Sanierung der Fahrradseitenstreifen, Schutzstreifen bringen, denn oft sind Fahrradfahrer gezwungen, auf der Fahrbahn neben dem Schutzstreifen zu fahren, weil das Teil der Fahrbahn zwischen Schutzstreifen und Bürgersteigkante einfach in einem desolaten Zustand ist. Zumindest trifft das auf einige Straßen im städtischen Gebiet zu. Dadurch kommt es viel zu häufig zu gefährlichen Situationen, weil dann nämlich Autofahrer viel zu nah überholen. Und wie wir gerade in den letzten Tagen lesen konnten aus einer Studie in Berlin, das passiert in über 50% der Fälle. Überall da, wo die Fahrradschutzstreifen noch dazu in einem schlechten Zustand sind, wird die Quote noch wesentlich höher liegen. Und auch da erwarten wir uns eine Erhöhung der Sicherheit. Mehr Sicherheit versprechen wir uns auch von der gesonderten Ausweisung von Mitteln zur Instandsetzung von Straßen. Durch diese Priorisierung erwarten wir nämlich, dass Reparaturen dann lieber zeitnah ausgeführt werden,
denn zu späte Maßnahmen können hohe Folgekosten nach sich ziehen, und das gilt es zu vermeiden. Gegenüber dem Bahnhof entsteht in Richtung Sieglarer Straße ein durchgängiger Fußgängerbereich und Radweg, der nicht mehr von Parkplätzen durchbrochen ist. Es gibt auf der rechten Seite eine ganze Menge Anliegerparkplätze, und die Gefahr, dass in Stellplätze einbiegende Pkw die Radfahrer schlicht übersehen durch dort parkende Pkw, wird dadurch deutlich reduziert. Sieht aus unserer Sicht zudem besser aus, wenn die Sichtachse zur Sieglarer Straße nicht mehr unterbrochen ist. Mit Blick auf die Diskussion um Dieselmotoren und avisierte Fördermittel zur Umrüstung, die übrigens, da waren wir ja dann schon ein bisschen präkognitiv, heute ganz dick in der Zeitung standen, dass der Bund 2 Milliarden dafür zur Verfügung stellt, haben wir angeregt, vorhandene städtische Fahrzeuge, wie zum Beispiel bei der Feuerwehr oder im städtischen Fuhrpark, nach- oder umzurüsten und hierfür entsprechende Haushalts- und Fördermittel in den Haushalt eingestellt. Unabhängig von der Motorenart gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, Verkehr flüssiger zu gestalten und so Emissionen in der Entstehung zu vermeiden. Wir haben daher eine Beschleunigung des Busverkehrs und optimierte Ampelschaltungen angestoßen. Um beim Verkehr zu bleiben, für Spich haben wir die Erstellung eines Gutachtens zur Umgestaltung der B8 im Ortskern angestoßen, damit nämlich nach den Maßnahmen zur Umleitung der Lkw-Verkehre, die, wie Sie alle wissen, momentan in vollem Gange sind, auch das Ortsinnere eine Aufwertung erfährt, und das ist dringend notwendig. Von der Fertigstellung weiterer Handlungskonzepte oder den Plänen der Deutschen Bahn unabhängig soll in Oberlaa endlich die Unterführung an der Sieglarer Straße heller und transparenter werden. Dafür haben wir uns eingesetzt und wir denken, das wird auch Zeit. In den Schulen bleibt das Tafelgeld unverändert erhalten, digitale Welt hin oder her. Und auch das Budget fürs Eislaufen, das bei immer bewegungsärmeren Freizeitarten der Schüler dringend notwendig ist, bleibt so bestehen. Mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum der Stadt Troisdorf, das war ja das letzte schon mal angesprochen, haben wir auch eine Erhöhung der Mittel für den Tag des offenen Denkmals eingebracht. Der ist nämlich dieses Jahr ausgefallen und wir denken, dass der im nächsten Jahr hierdurch aber wieder durchgeführt werden kann und auch sollte. Für die Verbreitung von freiem WLAN, Freifunk, in Troisdorf sorgen seit Jahren ehrenamtlich die Mitglieder des Freifunk e.V., die nämlich dafür sorgen, dass die von der Stadt finanzierten Router auch ihren Dienst tun. Dafür wollen wir uns an der Stelle mal herzlich bedanken. Das tun die nämlich ohne anfällig Geld. In den Folgejahren haben wir wieder dafür gesorgt, dass Mittel für die Beschaffung von Routern in Folge stehen und dass dann auch eine weitere Verwaltung des freien WLAN in Troisdorf auf der Uhr steht. Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements unterstützen wir übrigens ebenfalls den Vorschlag der Verwaltung zum Bürgerhaushalt. Denn anders als bisher erfolgt dieser in der Aufstellung abweichend vom bisherigen Turnus, das war ja immer in den letzten Jahren, begleitend zu den Haushaltsplanberatungen. Wir können nachvollziehen, dass die Verwaltung dort entsprechend mehr Augenmerk darauf richten möchte, vor allen Dingen in der Kombination mit dem Vorschlag, dafür ein festes Budget von 70.000 Euro einzustellen. Wir begrüßen das sehr. Nachdem unsere Idee, Streetart-Künstlern ein Forum zu bieten, am Forum überaus positiven Anklang gefunden hat, stehen auch im vorliegenden Haushalt Mittel zur Beteiligung von Streetart-Künstlern im Rahmen des Augenschmaus-Festivals wieder zur Verfügung. Das heißt Street Food und Street Art Festival in einem. Perfekt. Zu guter Letzt sind wir stolz darauf, dass unser Projekt Essbare Gärten aus dem Jahr 2015 inzwischen Fahrt aufgenommen hat. Aus einer Pressemitteilung der Verwaltung diesen Sommer war zum Beispiel unter der griffigen Devise Obst für alle zu entnehmen, dass Troisdorfer inzwischen an 12 Standorten
mit über 300 Obst- und Nussbäumen die Früchte guter Politik ernten können. Wir finden, so sollte gute Politik auch sein. Und zu guter Letzt kann man sagen, deswegen stimmt die Fraktion Regenbogen Piraten dem Haushalt 2019-2020 zu. Dankeschön.